Und wir wollen das jetzt einmal gemeinsam machen. Also wir wollen einmal eine beispielhafte Erstellung einer Strukturbilanz vornehmen. Wobei ich Ihnen sagen darf, dass ich in diese Aufgabe jetzt hier alles reingepackt habe, was überhaupt möglich ist, sodass Sie auf jeden Fall alle Formulierungen kennen. Und es wird natürlich jetzt eine äußerst schwierige Strukturbilanz, die wir hier aufstellen. Und so schwer, verspreche ich es Ihnen, wird es niemals in der Klausur werden. Ja, also in der Klausur haben Sie vielleicht 3, 4 Punkte, die Sie irgendwie zuordnen müssen und 2, 3, die Sie verrechnen müssen. Aber jetzt hier nicht alles, was wir gemeinsam hier vornehmen. Aber natürlich ist es mir immer wichtig, dass Sie bestens vorbereitet sind und auch alle Formulierungen dann kennen und auch erkennen können. Also beispielhafte Aufbereitung einer Bilanz zur Strukturbilanz. Anhand der folgenden Informationen und gegebenen Schlussbilanz soll durch die bilanzanalytische Aufbereitung eine Strukturbilanz entwickelt werden. Und es ist meist so, dass Sie wirklich so einen Text dann angegeben haben. Meist nicht so lang, wie Sie ihn hier finden werden, aber auf jeden Fall auch so einen Text. Also fangen wir einmal an. In der dargestellten Schlussbilanz zum Ende von T1 sind ausstehende Einlagen in Höhe von 10.000 Euro eingefordert, aber noch nicht eingezahlt und somit gesondert unter den Forderungen ausgewiesen. Es bestehen jedoch ernsthafte Zweifel daran, dass diese Einzahlung tatsächlich erfolgen wird. Zusätzlich sind gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen in Höhe von 12.000 Euro offen von den Vorräten abgesetzt worden. Daneben gilt es zu beachten, dass sich im Anlagevermögen selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 25.000 Euro befinden und ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.000 Euro enthalten ist. Im ARAB, also aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, ist noch ein Disagio für langfristige Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 15.000 Euro enthalten. In den ausgewiesenen Rückstellungen befinden sich Aufwandsrückstellungen in Höhe von 10.000 Euro. Dem Anhang ist zu entnehmen, dass 50.000 Euro der Verbindlichkeiten eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr haben. Weiter aufgeführt ist, dass Pensionsverpflichtungen in Höhe von 20.000 Euro vollständig durch den Zugriff übriger Gläubiger gemäß § 246 Absatz 2 Satz 2 HGB entzogenem Vermögen überdeckt wurde. Der verbliebene aktive Überhang wurde ausgewiesen. Ferner wird dort aufgeführt, dass Forderungen im Umfang von 15.000 Euro erst in T4 fällig werden. Außerdem sollen 40% des ausgewiesenen Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Bei dem Mezzaninkapital handelt es sich den Anhangangaben zufolge um Genussrechte, welche sich durch die Beteiligung am Gewinn und am Verlust, einer Nachrangabrede und einer 10-jährigen Kapitalüberlassungsdauer auszeichnen. Meine Güte, wie viel Informationen stecken in diesem Text drin, und Sie sehen schon, ich habe so ein bisschen für Sie vorgearbeitet, auch damit wir das hier leichter natürlich durchgehen können, sodass ich eben die wichtigsten Punkte unterstrichen habe, und das würde ich Ihnen auch immer in der Klausur empfehlen. Haben Sie ein Lineal dabei, unterstreichen Sie sich die Beträge auf jeden Fall, und Sie wissen ja, worauf Sie achten müssen, wenn Sie öfter mal eine Strukturbilanz erstellt haben, sodass Sie sich schneller im Text zurechtfinden, sodass Sie nicht jedes Mal neu durch den Text lesen müssen. Und wie sieht denn jetzt die dargestellte Schlussbilanz, von der die Rede ist, aus? Die sieht so aus: Wir haben also eine Schlussbilanz zum Zeitpunkt T1 in Euro. Wir haben also einmal Anlagevermögen in Höhe von 140.000 Euro, Umlaufvermögen ohne liquide Mittel in Höhe von 30.000 Euro, dann Umlaufvermögen, liquide Mittel in Höhe von 30.000 Euro, aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, also ARAB von 25.000 Euro, aktive latente Steuern von 10.000 Euro, aktiver Unterschiedsbetrag von 15.000 Euro, eine Bilanzsumme insgesamt von 250.000 Euro. Dann haben wir Eigenkapital, das ist eingezahltes und eingefordertes, also 80.000 Euro. Der Jahresüberschuss beträgt 45.000 Euro, das Mezzaninkapital 15.000 Euro, Rückstellungen 20.000 Euro, Verbindlichkeiten 77.000 Euro, passiver Rechnungsabgrenzungsposten, also Parab, 8.000 Euro und passive latente Steuern 5.000 Euro und natürlich auch dann eine Bilanzsumme von 250.000 Euro. Und in der Klausur ist es meist so, obwohl Sie so viel Informationen haben und noch eine Schlussbilanz, müssen Sie als Lösung eigentlich nur diese Tabelle ausfüllen.
Ja, also einmal die Strukturbilanz, dann steht hier absolut in Euro per T1 und dann Nebenberechnung in 1000 Euro. Und Sie müssen wirklich eintragen hier, was Sie machen. Das heißt, Sie würden hier oben erstmal schreiben, bilanzanalytisches Anlagevermögen soll hier berechnet werden, dann bilanzanalytisches Umlaufvermögen soll hier berechnet werden und dann kommen wir natürlich hier insgesamt als Summe zum Bilanzvermögen insgesamt. Ja, also das sollten Sie immer so notieren. Und dann natürlich unser bilanzanalytisches Eigenkapital, unser langfristiges bilanzanalytisches Fremdkapital und dann auch unser kurzfristiges bilanzanalytisches Fremdkapital. Und hier als Summe kommt dann natürlich das Bilanzkapital insgesamt heraus und Bilanzkapital und Bilanzvermögen müssen sich natürlich dann in der Summe dementsprechend entsprechen. Und wir wollen das jetzt einmal gemeinsam eben vornehmen und das natürlich anhand unseres Ablaufschemas. Das heißt, wir springen noch einmal zurück und schauen uns jetzt Punkt für Punkt an, wie wir vorgehen müssen, damit Sie lernen, wie Sie vorgehen, um das Ganze richtig zu machen, was die Erstellung einer Strukturbilanz betrifft. Also, erster Punkt, Anlagevermögen in das bilanzanalytische Anlagevermögen übernehmen. Das ist also sehr, sehr einfach. Wir haben hier unser Anlagevermögen stehen, 140.000 Euro. Also würden wir das auch in unser bilanzanalytisches Anlagevermögen übernehmen. Natürlich erstmal in die Nebenberechnung. Ja, das ist ja nicht unser bilanzanalytisches Anlagevermögen tatsächlich, sondern in die Nebenberechnung schreiben wir jetzt hier also 140 rein für 140.000. Ich habe es hier jetzt in 1.000 Euro natürlich angegeben. Und wir wollen uns jetzt einmal gemeinsam auch die Erläuterung zur beispielhaften Erstellung einer Strukturbilanz gleichzeitig anschauen. Das heißt, Erläuterungen zur beispielhaften Strukturbilanz anhand des Ablaufschemas, die notwendigen bilanzanalytischen Korrekturmaßnahmen, um zur Strukturbilanz zu gelangen, sollen anhand des Ablaufschemas erläutert werden. Das heißt, Erstellung der Ausgangsbasis, sofern Bilanzposition vorhanden. Und wir würden jetzt bei 1 schreiben, wobei Sie das natürlich bitte nur stichpunktartig machen und ohne jetzt meine Struktur damit reinzubringen, aber Sie würden einfach schreiben, das Anlagevermögen in Höhe von 140.000 Euro ist in die Nebenberechnung des bilanzanalytischen Anlagevermögens zu übernehmen. Wobei der Lehrstuhl eigentlich nur will, dass, wenn Sie Verrechnungen und so machen, ja, dass Sie das erläutern, aber man weiß da nie, wie viel Sie wirklich wollen. Deswegen einfach die Stichpunkte aufschreiben, was Sie dann auch wirklich machen. Was wäre dann unser zweiter Schritt letztendlich? Hier würden wir ja hingehen, Umlaufvermögen ohne liquide Mittel und Umlaufvermögen liquide Mittel zum bilanzanalytischen Umlaufvermögen addieren. Also machen wir das auch einmal gemeinsam, relativ leicht. Ja, Umlaufvermögen ohne liquide Mittel mit liquiden Mitteln 30.000 plus 30.000 kommt man natürlich auf 60.000. Ich habe es jetzt hier einmal aufgeteilt und Sie sehen auch immer, die Hochzahl, die hier in Klammern steht, das ist für Sie, damit Sie wissen, welcher Schritt ist das. Ja, also damit Sie nachvollziehen können, welchen Schritt sind wir hier gerade im Ablaufschema gegangen, weil wir werden gleich sehen, dass es, was die Nebenberechnung betrifft, sehr, sehr unstrukturiert irgendwann wird. Ja, also hier 60.000, schauen wir uns auch dazu nochmal die Erläuterung an, heißt das Umlaufvermögen ohne liquide Mittel in Höhe von 30.000 und das Umlaufvermögen liquide Mittel in Höhe von 30.000 sind in der Nebenberechnung des bilanzanalytischen Umlaufvermögens zu addieren. Dritter Schritt, was müssen wir machen? Eigenkapital in das bilanzanalytische Eigenkapital übernehmen. Auch das ist natürlich ganz, ganz einfach. Das heißt, wir haben hier Eigenkapital stehen von 80.000 und das nehmen wir auch in unser bilanzanalytisches Eigenkapital auf. Natürlich zunächst einmal in die Nebenberechnung. Und schauen wir uns dazu auch nochmal die Erläuterung an. Das Eigenkapital, eingezahltes und eingefordertes in Höhe von 80.000 Euro ist in die Nebenberechnung des bilanzanalytischen Eigenkapitals zu übernehmen. Ja, also das dauert natürlich, wenn Sie das in der Klausur machen, nur wenige Sekunden, dass Sie einfach alles einmal abschreiben. Es dauert hier nur wesentlich länger, weil wir natürlich schrittweise immer jetzt vorgehen. Dann der vierte Schritt, was müssen wir da machen? Aufteilung der Positionen, Verbindlichkeiten nach ihrer Fristigkeit zum kurz- und langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital. Das ist das erste Mal, dass wir hier ein bisschen im Text nachlesen müssen, weil wir haben ja hier nur Verbindlichkeiten gegeben von 77.000 Euro. Und wir wissen jetzt, okay, wir müssen das aber aufteilen in langfristiges und kurzfristiges Fremdkapital. Und jetzt müssen wir natürlich einmal durch den Text gehen und hier finden Sie die Information, dass 50.000 Euro der Verbindlichkeiten eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr haben. Das heißt, 50.000 Euro sind kurzfristiges Fremdkapital
Und dann die andere Differenz, also die restlichen 27.000 Euro sind natürlich langfristiges Fremdkapital dann dementsprechend, ja, sodass sie das eben aufteilen. Und 50.000 Euro sind dann kurzfristiges bilanzanalytisches Fremdkapital. Schauen wir auch kurz dazu die Erläuterung an, was Sie schreiben könnten, wobei Sie es nicht so ausführlich machen müssen. Ja. Also die Verbindlichkeiten sind in langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten aufzuteilen. Laut Text haben 50.000 Euro der Verbindlichkeiten eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Folglich sind Verbindlichkeiten in Höhe von 50.000 Euro der Nebenberechnung des kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapitals und die restlichen 27.000 Euro der Nebenberechnung des langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapitals zuzuordnen. Das war die leichte Aufgabe. Jetzt geht es weiter und zwar müssen wir natürlich die Zuordnung der Aktivseite vornehmen. Und der fünfte Schritt ist, wir müssen schauen, ob wir langfristige Forderungen haben und die sind vom bilanzanalytischen Umlaufvermögen abzuziehen und zum bilanzanalytischen Anlagevermögen hinzuzurechnen. Also schauen wir doch mal, ob wir welche davon haben. Und die finden Sie natürlich jetzt nicht hier in Ihrer Bilanz, sondern im Text. Ja, also da müssen Sie dann drauf aufpassen, ob Sie hier irgendwo was finden. Und hier unten steht eben, ferner wird dort aufgeführt, dass Forderungen im Umfang von 15.000 Euro erst in T4, also im Grunde in 3 Jahren, erst fällig werden. Dementsprechend sind vom bilanzanalytischen Umlaufvermögen 15.000 Euro der Forderung abzuziehen und dann dem bilanzanalytischen Anlagevermögen hinzuzuaddieren. Ja, das ist unser fünfter Schritt, den wir hier gemeinsam machen müssen. Der steht hier auch nochmal, der fünfte Schritt. Laut Text sind Forderungen in Höhe von 15.000 Euro erst in T4 fällig, also in 3 Jahren, weshalb 15.000 Euro vom bilanzanalytischen Umlaufvermögen dem bilanzanalytischen Anlagevermögen zuzuordnen sind. Was ist unser nächster Schritt? Unser sechster Schritt. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, ARAB zum bilanzanalytischen Umlaufvermögen hinzuaddieren. Das ist relativ leicht. Das heißt, wir schauen einmal hier nach. Haben wir einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten? Ja, haben wir hier ARAB 25.000 Euro. Das heißt, 25 würden wir hier dem Umlaufvermögen einfach hinzuaddieren. Und fertig, was die Aktivseite betrifft. Wir schauen uns wieder die Erläuterung an. Also der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 25.000 Euro ist dem bilanzanalytischen Umlaufvermögen zuzurechnen. Alternativ hätte man hier aufgrund des enthaltenen Disagios nur die Differenz zwischen ARAB und Disagio hinzurechnen können. Dann sollte das Disagio in Höhe von 15.000 Euro aber sofort vom langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital abgezogen werden. Also das können Sie natürlich auch immer machen, dass Sie das sofort verrechnen mit dem Disagio. Ich empfehle es persönlich nicht. Ja, also ich empfehle einfach erstmal den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten reinzuschreiben und später, wenn wir zur Verrechnung kommen, dann das Disagio dementsprechend abzuziehen. So viel zur Zuordnung der Aktivseite. Jetzt kommen wir natürlich zur Zuordnung der Passivseite. Ja, also hier der siebte Schritt. Jahresüberschuss aufteilen, Höhe des Ausschüttungsbetrags zum kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren, Restbetrag zum bilanzanalytischen Eigenkapital hinzuzurechnen. Also gehen wir einmal hin und schauen uns das an. Wir müssen natürlich wieder die Information finden. Wir haben ja hier einen Jahresabschluss von 45.000 Euro und jetzt müssen wir die Information herausfinden, wie letztlich das Ganze aufgeteilt wird. Das ist jetzt hier zu finden. Außerdem sollen 40% des ausgewiesenen Jahresüberschusses ausgeschüttet werden. Also müssen wir jetzt hier hingehen und einmal den Jahresüberschuss, die 45.000 mal 0,4 rechnen. Ja, also kommen wir hier insgesamt dann auf 18.000, was wir ausschütten würden. Und das ist unserem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital zuzuordnen. Und der Restbetrag, der sich als Differenz ergibt, der ist natürlich dann dem bilanzanalytischen Eigenkapital zuzuordnen, also die restlichen 27.000 Euro, weil sie würden wir ja letztendlich dann in die Gewinnrücklagen einstellen. Das steht hier auch nochmal aufgeführt. Also hier der siebte Schritt, der Ausschüttungsbetrag des Jahresüberschusses 45 mal 0,4, also den 40% gleich 18.000, ist dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital zuzuordnen. Der restliche Jahresüberschuss 45 minus 18 gleich 27.000 Euro ist dem bilanzanalytischen Eigenkapital zuzuordnen. Dann kommen wir zum achten Schritt. Wie sieht denn der achte Schritt aus? Mezzaninkapital, je nach Ausgestaltung, dem bilanzanalytischen Eigenkapital, meist der Fall, oder langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren. Schauen wir es uns einmal an. Haben wir überhaupt Mezzaninkapital?
Ja, wir haben Mezzaninkapital und dementsprechend müssen wir jetzt natürlich herausfinden, um was für ein Kapital handelt es sich. Und da steht jetzt hier, bei dem Mezzaninkapital handelt es sich den Anhangangaben zufolge um Genussrechte, welche sich durch die Beteiligung am Gewinn und am Verlust einer Nachrangabrede und einer 10-jährigen Kapitalüberlassungsdauer auszeichnen. Also es hat hier auf jeden Fall mehr Eigenkapitalcharakter. Dementsprechend ist das Mezzaninkapital von 15.000 Euro dem Eigenkapital, also dem bilanzanalytischen Eigenkapital hinzuzurechnen. Schauen wir uns auch hier wieder den Schritt an, den achten. Das Mezzaninkapital ist aufgrund der Beteiligung am Gewinn bzw. Verlust und der Nachrangabrede in Höhe von 15.000 Euro dem bilanzanalytischen Eigenkapital zuzurechnen. Dann der nächste Schritt, der neunte Schritt. Wie sieht der aus? Pensionsrückstellungen dem langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren. Das ist natürlich immer so eine dankbare Aufgabe, das ist relativ leicht. Haben wir denn Pensionsrückstellungen? Hier haben wir Rückstellungen und dann im Text müssen wir nochmal nachschauen, was steckt denn in diesen Rückstellungen, und in den Rückstellungen stecken noch Aufwandsrückstellungen in Höhe von 10.000 Euro, aber wir finden hier nichts über Pensionsrückstellungen. Das ist auch relativ klar, weil wir haben ja hier einen aktiven Unterschiedsbetrag und wir haben ja vorhin gesagt, wir können nicht beides haben. Wenn wir einen aktiven Unterschiedsbetrag haben, können wir keine Pensionsrückstellung haben. Dementsprechend fällt dieser Posten komplett weg. Das heißt, wir brauchen gar nichts zu verrechnen, beziehungsweise wir müssen dem langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital nichts hinzurechnen. Das steht hier nochmal als eigener Punkt. Bitte hier aber in der Klausur, gehen Sie nicht hin und erwähnen Positionen, die gar nicht in der Bilanz vorkommen. Ja, also die brauchen Sie natürlich nicht aufnotieren, dass Sie keine Pensionsrückstellung dem langfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital zuordnen müssen, weil sie nicht vorhanden sind. Das müssen Sie dann nicht erwähnen. Ja, also Sie müssen Ihre Schritte erwähnen, die Sie machen, aber nicht, die Sie nicht machen. Ja, ich habe das hier nur nochmal aufgeschrieben, damit Sie es besser nachvollziehen können, auch wenn Sie später nochmal mit dem Skript eben lernen sollten und mich vielleicht nicht im Video haben, sodass Sie es auf jeden Fall nachvollziehen können. Also Pensionsrückstellungen sind keine vorhanden, da die Pensionsverpflichtungen verrechnet wurden und sich eine Überdeckung ergeben hat, ja, also bezüglich der Position. Dann kommen wir zum zehnten Schritt. Rückstellungen, Ausnahme, Aufwandsrückstellungen, Pensionsrückstellungen dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wir haben Rückstellungen in Höhe von 20.000 Euro. Allerdings sind darin Aufwandsrückstellungen in Höhe von 10.000 Euro. Also dürfen wir nur Rückstellungen in Höhe von 10.000 Euro auch dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital zuordnen. Wir schauen uns dazu auch wieder einmal die Erklärung an. Also von den Rückstellungen sind die Aufwandsrückstellungen abzuziehen. 20 minus 10 gleich 10.000 Euro und dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuzurechnen. Dann, was ist der 11. Schritt? Was mussten wir da nochmal machen? Der 11. Schritt, passiver Rechnungsabgrenzungsposten, also PRAP, zum kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren. Ist, glaube ich, auch relativ leicht. Wir müssen einmal schauen, haben wir einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten? Ja, haben wir. PRAP hier, 8.000 Euro, würden wir einfach dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuaddieren. Und fertig ist dieser Schritt auch schon wieder vorbei. Und wir notieren kurz einmal, was wir gemacht haben. Also der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 8.000 Euro ist dem kurzfristigen bilanzanalytischen Fremdkapital hinzuzuziehen.